alles scheiße hier. Das Wetter ist scheiße, der Willi ist scheiße, die Piste sind voll, der Matze ist ein Arschloch, es ist alles scheiße. Doch erzählen wir die Geschichte von Anfang an. Wie jedes Jahr starteten wir gemeinsam vom Globus aus und nachdem jeder natürlich vorher pinkeln war, konnten wir losfahren. Was muss man? Grunze. Uns erwartete eine abenteuerliche Fahrt von 10 Stunden Dauer, geprägt von Regen und Schnee, dem obligatorischen Burger in Märklingen, Staus, Radler und jede Menge Pinkelpausen. Unser Ziel war dieses Jahr zum ersten Mal Saalbach-Hinterglemm, ein Ort in den Kitzbüheler Alpen auf 1000 Metern Höhe im Bundesland Salzburg. Die Saalbacher empfingen uns nicht mit Sekt und knallenden Korken. Das erste, was wir dort erlebten, war eine Polizeikontrolle, die sich im Wesentlichen darauf beschränkte, uns zu fragen, wo in Deutschland Schnee liegt. Nach meiner Antwort wurde ich dann doch gebeten, einen Alkoholtest zu machen. Aber da ich an der feuchtfröhlichen Radlersauferei nicht teilgenommen habe, durften wir unsere Fahrt fortsetzen. Ab da waren es nur noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Das Haus Daniel, ein Ferienhaus ca. 200 Meter über dem Dorf Hinterglemm, erreichbar durch eine enge, steile Straße, die ohne Schneeketten nicht zu bezwingen war. Das Haus befand sich in einer optimalen Lage, direkt neben der Piste, mit einem herrlichen Ausblick über das Dorf. So ging der erste Tag zu Ende und die Skisaison konnte starten. I am here. This is my place. I don't intend to leave this God-given space. Some people never worry, some people never care. Somebody once said to me, I'm happily unaware. I like you, you like me too. Well, I just hope you know what you do. Why would you even bother? What does it even mean? Why would anybody ever come between? Every time the stars align, things are different, but we're doing fine. A little laugh, a little cry. Well, life goes on and we're still fine. Where do you come from? You go. We all come from somewhere. What do you know? Somebody thought a question. Something you don't know makes up for lack of knowledge, and you're free to go. Oh, every time when the stars align, things are different, but we're doing fine. Let it out. Little cry. Well, life goes on, but we're still fine. Life is hard. No matter what, not always starting perfect cards. Some people ever wonder, some people just ignore. Some of them will never, ever, ever, ever depart. Another time when
So gesittet lief es nicht immer ab. Die 200 Pistenkilometer reichten uns einfach nicht aus.
Leider läuft nicht immer alles nach Plan. So, wir stehen jetzt hier auf irgendeinem Hang, bitte nirgendwo. Der nächste Lift ist ungefähr 3 Kilometer entfernt. Der Mario wollte unbedingt die gesperrte Piste entlang fahren, die dann einfach geendet ist. Das stimmt nicht, weil ich meiner Mama versprochen habe, ich fahre keine gesperrte Piste. Schau jetzt mal, wo wir lang müssen. Oh, große Steine, hä? Oh, fuck. Alter! Was? Wo bringt's dich? Okay. Komm wir da durch? Komm wir da durch? Also weiterer Plan ist, hier relativ weit oben halten, weil da drüben geht es ein bisschen hoch. Hier queren, eventuell oberhalb von dem Strauch entlang, dann direkt oberhalb von dem nächsten und dann gucken, dass wir gerade rüberkommen. Mein Plan wäre, die Ski halbwegs heile rüberzuwerfen. Geh einen Weg da lang. Deine Skier sind eh scheiße. Ist das ein Weg, der da lang führt? Aber sieht so aus. Ne? Wo ist der Bach? Da unten ist der Bach, aber ganz unten. Na ja, hopp, Flo, auf geht's. Boah, guck dir den Scheiß an, ey. Okay. Alter, was geht denn hier ab? Lass mich raus! Das gibt's nicht. Scheiße, ich krieg nicht auf Kamera. Lass mich drehen. Noch mehr Bach, hä? Doch, kann jemand den Mario hinter mir wegnehmen? Oh, oh, noch mehr Dorn. Wie ist das kein Weg, hä? Ja, sind wir weg, oder? So, mein nächster Plan wäre jetzt. Genau, ich hab doch keine Ahnung. Oh Mann, oder eine Bahnbahn. Ja. Ne, mit der kann man den Fluss überqueren. Ach du Scheiße, ja hopp in die Richtung, es bleibt uns über. Ja, auf, wir gucken, dass wir auf die Straße kommen. Die nächste, die unsere Spuren sehen, denken, oh geil, da geht's lang, lass uns auch da lang fahren. Guck mal, da hinten hoch entlang. Genau. Also da unten ist ein Weg. Da unten ist ein Weg. Linksseitig vom Bach.
Mehr schlecht als recht. Ja, weil die Straße ist scheiße jetzt zu fahren, ne? Da können wir laufen. Lass mal da hinfahren. Weil wir sowas nicht vorher wissen. Ja, dann ach einfach da runter, ja, wir werden schon mitkommen, ne? Okay? Ist doch jetzt egal, Mann. Was soll denn jetzt noch passieren? Ja, aber da kommen wir tatsächlich. Da kommen wir tatsächlich runter. Ja. Wir müssen nur den Bach queren. Stimmt. Deswegen. Zieh ihn rum. Ehrlich. So. Also, es sind auf jeden Fall Spuren, die führen hier lang. Es könnte ein Hase gewesen sein. Jetzt rutscht er gleich aus. Ich hab grad Spaß, ganz ehrlich. Du bist ein Spaß, ey. Mir wurde ja nachgesagt, ich wäre schuld an der ganzen Misere. Dabei war das definitiv eine Entscheidung von uns dreien, die gesperrte Abfahrt zu nehmen. Er kann schon ahnen, dass uns das mitten im Unterholz enden lässt. Gott sei Dank hatten wir es am Ende dann doch bis zumindest ins Tal geschafft. You have to keep believing, the love will come back again.
Nee, war es über den Bach, oder? Ja? Männer des Mann. Hier können wir wunderbar laufen. Allerdings. So, Freunde. Langlaufen wir ein bisschen. Ja. Ich bin Kameramann. Oh, der Flo hat eine elegante Lösung gefunden. So, wir sind jetzt wenigstens irgendwo unten im Tal angekommen. Könnte Hinterglenn sein. Ne? So ganz sicher sind wir uns noch nicht. Jetzt suchen wir den nächsten Lift. Wir müssen zu Fuß rein. Uns erwartete ein circa halbstündiger Fußmarsch durch Hinterglemm, da wir zur Reiterkugeltalstation mussten, an der wir mit Tine verabredet waren. Ein Motivationsschub ereilte uns dann auf halber Strecke in Form von einem Spar. Wie es der Zufall wollte, war es Punkt 11 Uhr, Zeit für Radler, wie immer. Gehen wir rein und kaufen uns einen Dosenradler. Okay, ja. Ich wusste, dass das ankommt. Jawohl. Ja. Deswegen habe ich Stiegel, ich will das Almradler probieren, das ist ein Spiel mit Almdudler. Und Zipfer. Wie mit dem Radler? Ich nehme Zipfer. Deswegen habe ich noch Zipfer, ich habe das Zipfer schmeckt. Ich weiß es nicht. Ich nehme Stiegel. Ich nehme das und dann können wir das in irgendeinem Rucksack machen. Ist nur bis vor Mario. Wird Tine geschrieben, dass wir jetzt hier sind und zu Fuß kommen und Radler mitbringen. Aber Mario hat schon festgestellt, dass es wieder Punkt 11 Uhr ist. Also ja. Von dem Timing her haben wir es irgendwie drauf, ne? Ohne Scheiß. Das ist die innere Uhr, die nach Alkohol gerichtet ist. Ja, ja. Wir sind um 11:30 wieder vor. So, Prost. Wieder gestärkt und mit Proviant für den Weg konnten wir den Fußmarsch fortführen. Das Wiedersehen mit Tine war herzlich, doch wir mussten uns den Vorwurf anhören, warum wir den lustigen Scheiß immer ohne sie machen. Naja. Das war natürlich nicht das einzige Mal, dass wir Alkohol getrunken haben. Und so konnte manche Fahrt unter Alkoholeinfluss ganz schön verrückt sein.
Pech ist. Pech ist, wenn er an der Hunde Passwörter wird und ich dann trinken muss, das ist Pech. Das ist echt Pech. Mag jetzt vielleicht denken, wir wären die ganze Zeit nur mit Saufen beschäftigt gewesen. Doch die meiste Zeit sind wir tatsächlich Ski gefahren. Im Durchschnitt 70 Kilometer pro Tag. Da haben wir selbst die Anerkennung unserer Vermieterin bekommen. Sie meinte, dass wir bei der Leistung auch privat sehr sportlich sein müssen. Genau. Ja, Mai, Servus und guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Tag 4 unseres Skierlebnisses. Strahlenblauer Himmel. Schauen Sie jetzt, wie Profis Skifahren. Servus. I'm glad you came.
turn the lights out now. Now I'll take you by the hand, hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time to slip it away. Hold the muscle, stay. Stay with me, I can make, make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. Schönen Urlaub. Und sogar Mario hat noch nette, abschließende Worte gefunden. Und somit bin ich mir fast sicher, dass wir auch nächstes Jahr wieder gemeinsam die Pisten unsicher machen. Given space. Some people never worry, some people never care. Somebody once said to me, I'm happily unaware. I like you, you like me too. Well, I just hope you know what you do. Why would you even bother? What does it even mean? Why would anybody ever come? Every time when the stars align, things are different, but we're doing fine. A little laugh, a little cry, well, life goes on and we're still fine. Where do you come from? Where do you go? We all come from somewhere. What do you know? Somebody thought a question, something you don't know, makes up for the lack of knowledge and you're free to go. Oh, every time when the stars align, things are different but we're doing fine. A little laugh, a little cry, well, life goes on but we're still fine. I'm
is hard, no matter what. Not always starting perfect cards. Some people ever wonder, some people just ignore. Some of them will never, ever, ever, ever depart. One better time when stars align, but things are different, but we're still doing fine. Ha ha ha.